Genau, die Wiesn hat begonnen und neben uns hier bei Wiesengaudi TV, the one and only. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Haben wir gut überstanden, ja. War wie immer sehr, sehr schön. Ist in der Hose noch ein bisschen Luft? Kann da noch einiges an Mass rein? Ja, das geht schon. Sitzt ja ganz gut. Man kann ja zwischendurch mal wieder, weißt schon. Stimmt natürlich. Ja. Entleeren. Ja, nein, das passt. Aber die sitzt gut und ich habe noch genügend Platz. Nach alles welchen gut. Kriterien wählst du deine Tracht denn aus? Gibt es da irgendwas, was dir wichtig ist? Ja, ich mag traditionell schon eher die kurzen Lederhosen. Die, erstens kommt ein bisschen mehr Luft dran und man hat einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und ansonsten muss ich aber zugeben, bin ich überhaupt beim Shoppen eher so ein bisschen faul. Gott sei Dank habe ich einen lieben Freund, den Daniel Fendler. Wo ist er denn? Wo ist denn der Daniel? Ach, hier hinter uns ist Daniel. Da muss man auch mit ins Bild. Der sorgt dann immer dafür, dass wir sauber ausschauen. Insofern, ich verlasse mich da immer auf ihn. Sollte es nicht gut ausschauen, ist er schuld. Wenn es gut ausschaut, dann an ihn die Komplimente. Hübsche Sitz, Jungs, passt, wackelt. Ja, ihr schaut alle drei blendend aus. Dankeschön. Das brauche ich irgendwann nächstes Jahr auch mal sehen, glaube ich. Ja, also, ne? Nächstes Jahr komme ich vorbei. Daniel, wenn es läuft, läuft's. Ja, super. Wissen wir doch, oder? Sag mal, Florian, was ist denn dein Wiesn-Hit? Ah, das ist ein bisschen schwer. Ich bin ja da leicht befangen, da darf ich mich nicht so äußern. Ja, keine Schleichwerbung. Dieses Jahr, es gibt ja, glaube ich, noch nicht so einen absoluten Favoriten. Genau. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Insofern, lassen wir uns mal überraschen. Irgendeiner hat sich noch immer rauskristallisiert. Alles klar. Dann lass uns überraschen. Ja. Florian, vielen Dank fürs Interview und danke viel Spaß euch. Auf der Wiesn. Gell? Schöne Wiesn, friedliche. Ciao. Ciao, servus. Ciao.